Wir haben heute ein Sondermuster gemacht. Das war die Cadena, die normale Cadena, die wir normalerweise so machen. Da, 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 da. Aber in die andere Richtung. Also das heißt, statt dass ich mit dem linken Bein anfange und Sie auch, wir beginnen mit dem rechten Bein. Also wir machen alles jetzt statt nach links, nach rechts. So. Da, 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 da. Oder mit dem Kreuzen. Natürlich. Das Kreuzen ist, muss nicht unbedingt sein. Es ist eine Verziehung, die wir dazu machen können. Muss nicht unbedingt sein. Wir können auch nur am Platz wechseln. Wichtig ist synchron bleiben. Immer gemeinsam die Schritte machen. Genau. Immer synchron. Da der Schritt. Da. Da und da. Okay, ein paar wichtige Sachen über die Cadena, weil das war jetzt das Hauptmuster der Tango-Stunde. Wenn ich drücke jetzt, bei manchen ist das passiert, dass sie rückwärts gegangen ist. Also ich will, dass sie vorwärts geht. Was mache ich dafür? Ich rotiere nach rechts. Auch noch dazu, ein Kontakt zu ihrem Oberschenkel ist auch hilfreich. Da. Okay. Was mache ich dann? Wohin führe ich sie? Ich führe sie dahin. Sie muss mir eine Saccada hier machen. Saccada, sagen wir so. Aber ich will nicht, dass sie hier dreht, sondern ich werde drehen und ich führe sie gerade. Ja. Und wie ist der nächste Schritt? Ich kreuze oder schließe und ich führe sie weiter hier nach rechts. Aber ich muss aus dem Weg. Bam. Und dann wiederholen wir. Machen wir diesen Voleo, falls wir möchten. Wir sind gegangen und haben wir das gemacht. Wir haben hier geöffnet und wir haben eine Amerikaner geführt. Aber jetzt, wir sind nicht weiter gegangen, als wir normalerweise machen, sondern wir wechseln das Gewicht leicht nach vorne, aber wir führen sie hier zurück. So sind wir jetzt im gekreuzten System. Dann gehe ich herum, innere Spur, und hier können wir die Cadena anfangen. Also das sah so aus. Zum Beispiel, boom. Ja, irgendetwas, ein Voleo oder so. Wichtig noch dazu, wir haben gesagt, eine Verzierung wäre auch möglich, bevor ich die Amerikaner mache. Aber die Führung zu der Figur ist das Erste und das Wichtigste. Diese Führung, wann passiert die Verzierung dazwischen, falls wir das schaffen. Aber die Verzierung ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist die Figur oder der Schritt. Jetzt kann ich, wenn ich will, das machen oder kann ich das machen. Was war ein Fehler oft? Fokussiert sein auf die Verzierung und nicht auf die Führung. Und dann die Frau sagt, was soll ich jetzt machen? Wir führen die Amerikaner und dazwischen machen wir die Verziehung. Für sie ist wichtig zu wissen, dass jetzt die Amerikaner kommt. Dazwischen mache ich meine Sache. Das Ocho nach Amerikaner haben wir gesagt, wichtig, dass Oberkörper sich nicht zu viel dreht. Bleibt, ja, der sollte rotiert sein bei dem Ocho. Gut.